Ubisoft. Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren. Dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team von Angehörigen von... Wer mehr wissen will, muss das pausieren und selber lesen. Ging mir zu schnell für laut vorlesen. Tut mir leid. Aber diesmal, wie ihr schon sehen könnt, spielen wir Assassin's Creed 2. Ja. Und ich freue mich tierisch. Es ist, gehört nämlich zu den, ja, meiner Meinung nach, deutlich besseren Assassin's Creed. Deswegen will ich auch den ersten Teil nicht spielen und auch ab dem dritten Teil wird es auf meinem Kanal höchstwahrscheinlich kein Let's Play geben. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Im Story Mode eingestellt habe ich soweit schon mal ein bisschen Sitzung. Wir machen ein neues Spiel und wir nennen uns Wirbelsturm. Dann weiß ich auch schon, dass das mein Let's Play Spielstand ist. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Ja, und hier befinden wir uns jetzt im Prinzip gleich beim Ende von Teil 1, das ich damals nicht gecheckt hatte, weil beziehungsweise nicht als Ende begriffen habe, weil man eben, ja, man ist halt hier und sieht diese Wand und die Zeichen, ja. We are all books containing thousands of pages and within each of them lies are as irreparable truth. Okay. I've entered the Animus and never returned. Oh. Okay. Wie auch immer, beliebige Taste drücken. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los. Ich habe soweit auch schon mal alles eingestellt, dass die Frames nicht zu sehr runtergehen. Also ich bin jetzt nicht ganz auf volle Grafik, wobei sie da auch nur auf, ich glaube, 27 war es niedrigste. Gut her, ist alles okay? Also... Wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Ja. Beeil dich, Desmond. Uns geht die Zeit aus. Ja, lass mich bald bitte erzählen. Auch wenn es da auch, ich glaube, niedrigste, es waren 27 Frames, runtergegangen ist. Aber es braucht nicht unbedingt immer die Mega-Grafik, die einstellbar ist. Und ich finde die Grafik so auch schon mega. So, was haben wir denn hier? Subjekt 17, Desmond Miles. Okay. Ja, das sind wir. Was? Subjekt 16? Vertraulich. Sucht nach relevanten Erinnerungen. Okay. Okay. Erinnerungszuordnung gefunden. Zugriff auf Erinnerung. Spinge. Nochmal.
Aber, aber. Es ist ein Junge. Oh, Liebling. Es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Drücken, um die Beine zu bewegen. War das die Leertaste? Ja. Drücken, um die leere Hand zu bewegen. Okay, let's go. Drücken, um die Waffenhand zu bewegen. Let's go, let's do that. War das eh? Ich glaube, das war eh der Kopf. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Ja. Und somit ist ein neuer Assassine geboren. Der Assassine, dessen Assassin's Creed-Teile ich Bombe fand. Komm, wir gehen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Ich hoffe mal, dass das nicht ihr Blut ist. Verdammt nochmal. Was passiert hier nur? Ja, gut. Wie ihr gesehen habt, habe ich dieses Spiel bereits schon mal gespielt. Dementsprechend, ja. Und wir kommen hier wirklich raus? Sollte das einigermaßen. Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Oh. Bleib bei mir. Hey! Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole. Zwischenfall im Forschungstrakt. Glaswände. Schick. Hier müsst... Da sind Sie. Lasst sie nicht entkommen. Boah, die hat's drauf. Heilige Scheiße. Seit wann ist Scheiße heilig? Ja gut, vielleicht so heilig wie die Handgranate. Bei Morgs. Ich sehe es mir ja schon an. Lauter Animen. Oder was ist eigentlich die Mehrzahl? Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Oh. Ist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Dann Vorsicht. Ich würde gerne... Ja? Okay. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Ja, das müssen wir auch nicht. Das müssen wir auch nicht. Aber eins vorauszusagen, es wird kein 100% Run in dem Sinne, dass ich jetzt die ganzen Flaggen und alles einsammle. Ist das ein Animus? Das wäre zu verrückt. Wie viele gibt's denn davon? Ja, das ist eine gute Frage. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond. Wieso hilft sie uns? Sie hat uns im ersten Teil, sie war... Ja, sie gehört auch zu dem Verein hier. Ich dachte, die Karte reicht. Es ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Beliebige Taste drücken. Let's do that. Scheiße. Komm schon. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Tja, was das wohl war? Na, das war ja klar. Es ist uns gut, wenn es wissen muss. Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Oh Gott. Bisschen viele Wachen. Da!
Und verdammt nochmal. Da hat sich einfach mal das Spiel miniert, weil ich anscheinend versehentlich mit der Maus rausgeklickt habe. Super Sache. Oder eben auch nicht. Muss ich mal gucken, dass ich mit dem, was ich da für eine Tastenkombo auf dem Ding habe, auf dem Display Fusion, weil da gibt es eine Tastenkombo, die ich einstellen kann, dass es die Maus im aktuellen Fenster hält. Dadurch kann ich dann natürlich nicht mehr versehentlich rausklicken und das ist dann natürlich super. Ey, das ist meine, ja? Du hast schon genug erledigt. Oh, coole Karre, ist das deine? Rein. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Ach ja. Jetzt hat es einfach eine neue Aufnahme gestartet, weil ich versehentlich rausgeklickt habe. Ich muss echt gucken, wie ich hier die Maus drin halte, damit ich auch die Zeit im Blick habe. Ja, und der hat jetzt genauso nahe Zeit zum Nachdenken wie wir in dieser Sequenz. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein. Nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Oh. Vielen Dank. Ach, die Lucy, das ist schon eine Nette. Das ist schon eine Nette. Lucy, du hast es geschafft. Haben wir noch eine. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Ja, nice. Aber ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, gibt's einen kleinen Folgencut. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr freut euch so sehr wie auf dieses Spiel, auf dieses Let's Play wie ich. Und ja, auch, dass ihr bislang Spaß beim Zuschauen hattet. Demnach würde ich mich natürlich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und wenn wir uns natürlich dann auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.